Autonome Taxis könnten uns schon bald von zu Hause abholen. Ausgestattet mit Radar, LIDAR, Kameras und so weiter, könnten sie sich bald schon komplett ohne Fahrerin in Deutschland durch den Stadtdschungel navigieren und dabei auch noch dazu beitragen, dass es weniger Verkehr gibt. Aber was bedeutet autonomes Fahren genau? Zum ersten, es braucht keine Fahrerin. Zum zweiten braucht es aber auch keine Passagiere. Und zum dritten kann die Technik im Auto alle Alltagssituationen komplett von alleine bewältigen. Daher autonom. Das gibt es heute schon bei S-Bahn, bei U-Bahn und auch teilweise bei Bussen, also im öffentlichen Bereich. Angenommen, das klappt alles, würdest du in ein selbstfahrendes Auto steigen? Aber wie realistisch ist das Ganze? Was könnte das für die Taxibranche bedeuten? Ich habe dazu mit einem Experten und aber auch einem Betroffenen in einem Video auf dem Vattenfall Deutschland YouTube-Kanal gesprochen. Schaut unbedingt mal vorbei.